Moin moin, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu gepflegten, absoluten Irrsinnigkeit. Anders wüsste ich jetzt gerade nicht, wie ich das hier anmoderieren soll. Willkommen zurück zu Ongs Venture, einem nach wie vor einfach super unterhaltsamen kleinen Adventure. Ich nutze gerade die Gelegenheit einer... Naja, kleine Pause kann man nicht sagen. Ich habe heute Morgen noch nicht angefangen mit meiner Schreibarbeit, mit der Tätigkeit, die im Moment so viel Zeit frisst. Sondern sitze ja gerade eigentlich am Frühstück. also sprich, da ist ein Kaffee dabei. Ja, und beim letzten Mal, was wollten wir denn tun? Ich wollte irgendwie sehen, dass wir den Kleber... Was so? Irgendwas? Ja, wir mussten irgendwie die Sicherung reinkriegen. Ich glaube, mit dem Klebstoff könnte das funktionieren. Können wir vielleicht mal, wenn ich die Sicherung da jetzt reinschraube... Warum steht da eigentlich auch PS? Ich setze mal wieder rein. Könnt jetzt natürlich... Ich habe da auch ein bisschen... Ich hoffe, das alles... Nein, nicht zu machen! Ach, du solltest das Ding doch... da müssen wir nochmal aufmachen. Ich wollte eigentlich dann noch Kleber drüber schmieren. Aber anscheinend müssen wir erst kleben. Bims. Nächster Versuch. Yeah. Ist ja nichts wahr. Doch. Stell dir die Schalter vorerst auf aus. Gut, supi. Safety first. Warum... wo ist meine Maus? Achso, ich muss verhindern, dass die ständig rausspringt. Da ist meine Maus. Warum steht da PS? Ich, Sicherung. Und nochmal. Von vorn. Oh, das ist etwas, was man am Frühmorgen nicht unbedingt sehen möchte. Aus meiner Sicht. So. Die Wucht der rausfliegenden Sicherung hat die Tür des Sicherungskastens aufgedrückt. Ich mache den Kasten zu, sobald die Sicherung wieder drin ist. Yeah, das heißt... Komm hier, Klebi. Kann ich da nicht reinstecken? Aber... Nein, mach wieder auf. Der Klebstoff könnte die Sicherung daran hindern, immer rauszuspringen. Arr, ich kriege die Kappe nicht von der Klebstofftube gedreht. Irgendwas muss ja passieren. Supi. Hier kannst du nicht. Gaben könnte den Kleber zwar aufbeißen, aber die Tube würde ich nicht mehr zubekommen. Wie machen wir das denn dann? Bekommen die Kleber nicht von der Tube. Ist aber nicht verklebt, sondern nur fest verschraubt. Ah, guter Hinweis. Wenn ich mich nicht nur von Pizza Sucuk ernähren würde, hätte ich auch mehr Kraft. Hey, es ist doch sehr kraftgebend. Überreifes und vakuumverpacktes Bodenobst. Vielleicht sollte er das mal essen. Dann hat er die Kraft hier so Popeye-mäßig. Ja, das kann ich jetzt leider nicht machen. Schade. Aber vielleicht mit Gabe nur. Das kann ich. Das kann man nicht kombinieren. Okay. Kommen wir vielleicht erstmal in die Mütze dran, dass wir Rums da rauskriegen. Ich glaube, das wäre vielleicht das Sinnvollste. Können wir, oder können wir hier irgendwas machen, tun, was ich vielleicht übersehen habe? Kleine Klimpe. Ich habe Gronkh noch nie mit einer Ukulele spielen sehen oder hören. Ihr? Onk, natürlich, Onk. Nicht diese komische, billige Kopie, die da rumgeistert. Ja, und außerdem, auf einen Kommentar kann ich jetzt ja da doch schon mal eingehen. Das sind Raketen, genau, das sind Raketen, ja alles. Ja, das hier, was ich da nur sehe, ich weiß es auch nicht. So, wir haben den Wischmob. Der Stiel dürfte lang genug sein. Yeah! Ich kriege den... Oh! Entschuldigung. Ich habe zwar die Mütze, mir ist aber der Mob aus den Händen gerutscht. Vermobbt nochmal. Okay, die Mütze ist auch direkt bei uns in die Unterhose reingeflogen. Man kann nicht sagen, dass da sonderlich viele Haare und Schuppen... Rums muss ein sehr effektives Haarshampoo haben. Shampoon? Ah, könnte das ein kleiner Rechtschreib wieder sein? Ich glaube, das sollte ohne Ende, ne? Kann nicht sein, dass... Ja, dann kann ich mir vorstellen. Bestimmt schuppenfrei durch Schuppen das. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ey, ums! Ums!
Bums! Wie ist nicht so schnell? Ich hab gedacht, du redest auch ein bisschen. Ich hab deine Mütze gefunden. Hier, guck mal. Sie ist auch noch ganz sauber. Frisch ausgelüftet. Ja, dann schieb sie durch den Lüftungsschlitz in der Tür. Ernsthaft? Dann soll die durchpassen? Ich hätte da noch ein paar Fragen. Nö. Aber komm, doch. Mal gucken, was es gibt. Ich hab da noch ein paar Fragen. Sag mal, Rums. Erst, wenn du mir meine Mütze bringst. Ja, na gut, schau mal, hier, ich schau mal, sieht du geil, also, schieb durch. So, Mütze, Lüftungsschlitz. Hätten wir uns vielleicht auch mal angucken können. So kann der Dunst bei Bedarf aus der Stinkbucht. Schön. Zum Glück für den Nutzer, zum Pech für die, die davor warten. Zum Landwesen für die Außenstehenden, jawohl. Da sich das Fenster im Badezimmer nicht mehr öffnen lässt, ist es die einzige Möglichkeit, um zu lüften. So kann der Dunst bei Bedarf aus der Stinkbucht raus. Zum Glück für Nutzer, genau. Ja, hier, komm. Oder müssen wir das... Mütze ist zu wohnlich, um ihre Oberfläche zu rau, um sie da durchzuschieben. Gutes Material bestimmt. Okay, können wir die... weder mit blanken Händen benutzen, noch mitnehmen. Also lassen wir das. Ja, okay. Zu voluminös und... ich habe echt keine Ahnung, wie ich die Mütze kleiner kriege. Mäh. Ja, 5 vor Deutsche Dan. Keine Ahnung, können wir die Mütze vielleicht ein bisschen flutschiger machen mit Kaffee au Wurst? Das macht den Geschmack nicht besser. Zu gern würde ich jetzt trinken, aber Kaffeemaschine ist belegt. Nee. Können wir vielleicht den Geschmack so verbessern? Das macht den Geschmack nicht besser. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Das ist das Schöne. Wir haben Kram und ich weiß nicht, was ich tun kann. Es ist nichts mehr drin, was ich mitnehmen könnte. Ja, aber dann mach doch mal auf. Es ist geschlossen. Ah! Niemals. Da bleiben die Rosinen drin. Abwasch. Er legt Abwasch auch noch nicht. Okay, schade. Kombiniere Karma, ne? Kombiniere alles mit allem. Das muss ich besänft oder bekämpft haben. Warum? Das kannst du mal von innen das Gitter raustreten. Komm sonst nicht durch. Komm's! Ich bekomme die Mütze da nicht durch. Die ist zu fluffig und zu rau. Was ist denn für Material? Dann finde eine Möglichkeit. Mäh. Mick. Kannst du nicht einfach die Tür öffnen und ich gebe sie dir? Ja, wäre so einfach. Er könnte ja den Kopf hinter der Tür behalten. Muss ja nur die Hand rausschrecken. Damit du deinen Fuß in die Tür stellen kannst, vielleicht hast du die Mütze nicht einmal. Dann guck unten durchs Gitter. Ja, ich schaue, was ich tun kann. Was soll man denn das? Also, jetzt wird es doch langsam knifflig. Und wozu brauchen wir den Staubsauger? Aber Moment! Sie flutschig kriegen. Oh, das könnte gehen. Na, gucken wir mal erstmal hier. Ich will mal kurz schauen. Kann ich hier mal vielleicht. Da könnte dann alle aufsaugen. Nur habe ich dafür keine Zeit und ganz besonders keine Lust. Ja. Die Chips vielleicht. Nein, aber. So. Rums die Mütz. Lass mich. Nein! Lass mich sagen, nein, oder was war gerade? Verdammt, warum nicht? Dann wird sie glatter und. Aber ja. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Was hat sich der Dichter dabei gedacht? Beziehungsweise wie hat er es sich nur gedacht? Das ist so die große Frage gerade. Hier kann ich, glaube ich, aber auch nichts mit dem Kram, was ich habe, tun. Wie kriegen wir das Öff? Wie kriegen wir das Öff? Mal gucken, können wir damit vielleicht das aufschrauben, wenn die Kappe so schwer abgeht?
Das passt da nicht durch. Muss aber auch nicht. Ja. Gibt es vielleicht einen passenden Hinweis? Ich kann das Gitter weder mit blanken Händen benutzen noch mitnehmen. Also lassen wir das. Ja, aber das Fenster war jetzt mal lalalala. Ich bin zum Glück Benutzer. Schlecht für Außenstehende. Leider nichts. Also ist er so stark vielleicht? Das passt da nicht durch. Muss auch nicht. Das soll ja nicht durch. Du sollst das da mit raussaugen. Das kann man nicht kombinieren. Das kann man nicht kombinieren. Kann ich da vielleicht mal klopfen und rein? Dann macht hier jemand auf. Da hört sie nichts. Okay. Wäre das jetzt ein Live-Let's Play, würde ich erst gerne fragen, ob er Ideen hat. Ich hab nämlich nichts mehr. Wohnung verlassen wir draußen. Kann ich doch nicht gehen. Let's Gamble Video und ja. Na, dazu kam ich auch noch nicht. Und so wie es jetzt aussieht, kann ich doch nicht zum Gespräch. Doch, kannst du. An die Bohrmaschine kommen wir auch nicht. Ey, schwierig. Das ist gerade echt. Ja, ein bisschen schwierig, ne? Vielleicht. Aber er kriegt die Tube ja nicht auf. Das ist das Problem. Schraub, schraub. So. Und jetzt hier. Er ist noch zu und er bleibt auch besser zu. Ja, nee, das bringt also leider auch nichts. Hey, eine Folge einfach nur rumgammeln. Hey, let's gamble. Passt ja sogar. Ha! Lichtschalter. Controller halt nehmen, damit der nicht wieder so vibriert. So. Die Frittenkühlung meines Rechners. Das flüssige Fett bekomme ich vom... Ja, das wissen wir schon. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, die Bütze da irgendwie mal reintunken, oder? Das ist doch schwierig. Wo könnte man... Irgendwie so ein Dosenöffner oder irgend so eine Zange? Was wäre denn, dass sie ständig rausspringt? Ja, das musst du wirklich mal. Oh, normal. Nee, nicht normal. Ungeöffnete Post. Ein paar wenige beglichene Rechnungen. Rechnungsmodus sind auch noch welche. Nee, ist auch nichts. Hallo? Brauche Hilfe! Hier hinten kann man ja auch nichts mitmachen. Weil sogar so rumsbuff, die Wand und alles fällt zusammen und rum steht einfach draußen. Ah, oh Gott, ich bin nicht drauf gekommen. Könnte es das sein? The Mighty Göffel? Nein, der wurde bereits kombiniert. Was? Was haben wir mit dem Göffel gemacht? Ja, gegessen, aber... ist wahrscheinlich. Puh. Mit der Pfütze da können wir auch nichts machen. Mit dem Mülleimer, mit dem... Da hier irgendwie... Da Kühlschrank, das wird nicht funktionieren. Warum nicht? Ich bin doch schon ver... Einfach ignorieren, nicht dem Auszeiger folgen. Ja, dankeschön. der Partei hat einfach nicht zugesagt. Allein die Auflösung war mir zu dünn. Können wir die da vielleicht mal aufsaugen? Außer ging ich durch die Flüssigkeit, der Stoppsauger kaputt. Nö. Ja, ich bin sehr verzweifelt, man merkt's. Ich habe keine Ahnung. Oh, Mülleimer. Mein Mülleimer-Einheit, ja. Moment. Das Mischgemüse ist ja schon nicht mehr so das Beste. Ich entsorge das seelenlose Hülse- und Wurzelfurzgemüse. Das funktioniert? Okay, der arme Mülleimer. Den leeren Vakuumgefrierbottel behalte ich aber. Man weiß ja nie. Oh. Danke, Arthur. Ja, das denke ich mir gerade auch. Tüte die mal ein. wie angenehm. Die raue Oberfläche der Mütze schubbert jetzt nicht mehr im Inventar. oh, schön. Gut, jetzt müssen wir gebeutelte Mütze. Passt jetzt durch oder müssen wir jetzt hier noch einen Vakuumsauger? Na, haben wir doch.
Bin ich sauer, kann ich die Luft aus dem Beutel saugen. Es ist so, es kann so einfach sein. Klingt gut. Wow, die Mütze ist jetzt nur noch so dick wie ein Schreibblock. Na damit, kriegen wir es doch jetzt hoffentlich durchs Gitter. Supi. Oh Gott, auch so eine Idee, ne? Wie gesagt, Riesenlob an den Entwickler. Habe ich noch schon per E-Mail alles soweit geschrieben. Sehr, sehr geil. Vor allem die Rätsel sind auch gut gemacht. Pass die Mütze durch den Schlitz. Yay. Kaffee. Danke, ich komme jetzt raus. Sehr wunderbar getroffen. Wunderbar, dieses Ebenbild. Hallo Rums. Wenn ich nur wüsste, was diese Symbole auf seinem T-Shirt bedeuten. Sieht Oselska aus, bitte nochmal. Oselska aus, okay. Ups, Unk. Wolltest du nicht, dass ich ein Fake-Kostüm trage? Oder ist das für dich normal? Sag mal. Nö. Warum trage ich das überhaupt? Ein Teil der Antwort auf diese Frage würde dir nur unnötig, würde dich nur unnötig verunsichern. Also wirst du sie mir nicht beantworten. Ich sage es mal so, wenn du dich an das Warum nicht mehr erinnern kannst, umso besser für dich. Okay. Oh, irgendwas hast du nur getan. Die Sicherung springt immer raus. Weißt du, wie ich das verhindern kann? Wir wissen es ja eigentlich selbst. Schon mal Spucke versucht. Wir spucken in den Sicherungskasten. Gute Idee. Oh, wie geht's dir jetzt, wo du deine Mütze wieder hast? Und ich war so nackt. Mit der Mütze viel besser. Alles klar. Ja, gut. Ich habe noch was zu tun. Muss noch ein bisschen was abschubbern und ja, ein bisschen Survival machen. Und viel Erfolg. Danke. Ja. So, dann können wir endlich mal ins Badezimmer gehen. Ach du. Die Dusche ist cool, die Dusche ist das Coolste gerade. Aber das Badezimmer ist größer als meins. Als ich Raum in meiner Wohnung, den man anriechen kann, dass es gearbeitet wurde. Das Ding ist größer als mein Badezimmer. Also so, wie so hier, das Stückchen vielleicht. Ich habe nur eine kleine Dusche. Oh, sehr schön. Oh, lecker. Spiegelschränkchen, Lüftungsschacht, da funktioniert wahrscheinlich ausgeklügeltes Duschsystem. Das glaube ich auch. Und vor allem, oh, wir stellen uns mal hier so einen Boiler hin, einfach ein Loch durch die Wand und gut ist, passt schon. Ah, wie geilo. Was haben wir denn hier? Klolektüre. Ja, die muss immer dabei sein. So, guck mal da mal. Georgiskaya Kartoschka, die Superknolle von der roten Schule. Der Held meiner Kindheit und Vorbild bis zum heutigen Tag. Am meisten gefällt mir die Ausgabe, in der er eine Plage ausbeuterischer Kartoffelkäfer bekämpft. Ja, diesen Klassiker, einfach. Geroicheskaya, ach du Scheiße. Guck mal, das habe ich nur ansatzweise richtig ausgesprochen. Pümpel! Hey, angucken sollst du dir. Ein leicht versüffter Pümpel. Wird auch nicht besser. Können wir ihn mitnehmen? Etwas mit einer derart enormen Saugkraft muss ich einfach mitnehmen. Und uns nochmal dein liebes Herzchen zeigen. Ich glaube, ich weiß nicht wieso, aber ich muss wirklich, wenn meine Mami draufsteht oder so. Ah, können wir vielleicht so? Da kann ich nicht kombinieren. Mäh. Oh. Echt Zahnbürste? Total trocken und wie neu. Ah. Keine Ahnung für was die. Ah. Sehr geil, ein Spiel. So, der war so ein Lüftungsschacht. Anders als man erwarten würde, zieht diese Lüftung den braunen Mief nicht ab, sondern bläst frische Kellerluft ins Badezimmer. Okay. Und wenn das Fenster klemmt, drückt es die säuerlichen Aromen durch den Lüftungsschlitz der Tür in dem Korridor. Lecker. Nichts umschmeichelt die olfaktorische Sensorik mehr als der liebliche Verwesungsduft einer Leichen. Ich muss gerade irgendwie an so ein Lied von Innomine denken.
Ein nasaler Ausblick in die nähere Zukunft für so manch Älteren unter meinen Besuchern. Sehr schön. Und wer weiß, welches Lied ich meine, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Und was liegt denn da eigentlich? Ein Vierkernbrötchen. Es hat auch genau 4 Kerne oben drauf. Wie cool. Ah, schön. Beach, beach. Quack. So, das ist mal ein Spiegel. Nehmen wir mal den Spiegel noch. Ein Spiegelschränkchen mit badezimmertypischen Utensilien. Wer fragt ist, was da typisch dran ist. Okay, gucken wir nochmal rein. Pflegeprodukte. Ist das ein Winkelschleifer? Ah, warte, ich brauche einen größeren Bildschirm. Parao. Ich kann es nicht lesen. Fuck! Mehr Bildschirm. Bitte benutzen den Trinkgeld-Link. Das ist aber so ein Link, wenn ihr mal dort was kauft. Bisschen Eigenwerbung. So, Pflegeprodukte. Das ist alles drin, was man so zur Körper- und Zahnpflege braucht. Ja, aber die Zahnbürste kennst du nicht. Mehrweg-Wattestäbchen mit Banane, Fliederaroma. Wahrscheinlich für die Zähne. Eine Packung. Ah, Paracetamol mit Snoopy-Motiv. Oh Gott, es heißt Paracetamol. Ah. Nagellack. Und Natriumhydroxid-Basis. Ein Winkelschleifer für die Fußpflege. Ich hab's gefusst. Leider ist der Akku leer. Ah! Oh, eine Tube mit weißer Schuhcreme. Außerdem ein Kieferknacker in Blau. Oh, können wir noch was mitnehmen? Im Augenblick brauche ich nichts davon. Oh, viel besser. Vielleicht auch ganz gut. Ja, meine Lieben. An dieser Stelle und mit diesen netten Aussichten sage ich vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge von Ongs Venture. Tschüss.